Es steht uns bevor, das Jahr 2018, das ja auch ganz offiziell als ein Gedenkjahr in Österreich begangen wird. Und wir haben dann darüber nachgedacht, dass es eigentlich sinnvoll wäre, uns einmal mit der Vorgeschichte dessen zu beschäftigen, was dann 1918 passiert. So kam es dazu, dass wir eine Vortragsreihe konzipiert haben zum Jahr 1917. Jetzt können Sie sagen, na, das ist aber trivial, ne? Da gehen die einfach ein Jahr zurück. Aber wir gehen davon aus und wir hoffen, dass das auch in den Vorträgen präsent wird, dass im Jahr 1917 ganz bestimmte Weichenstellungen getroffen worden sind, sich ganz bestimmte Knoten geschürzt haben, die dann mit dazu beigetragen haben, dass das Ende des Krieges und die unmittelbare Nachkriegszeit so verlaufen ist, wie sie in Österreich und in anderen Teilen Europas verlaufen ist. Wir stellen das aber bewusst unter die Überschrift Globalgeschichte, weil natürlich die Geschichte Österreichs und auch das Ende der Habsburger Monarchie nicht allein aus sich selbst heraus erklärt werden kann, sondern es gibt internationale Mächtekonstellationen und Vorgänge, ohne die ein Verständnis der Situation in Österreich-Ungarn 1917-18 nicht möglich wäre. Und es sind hier natürlich vor allen Dingen zwei spätere Großmächte, die in diesem Jahr eine wichtige Rolle spielen für das Geschehen in Mitteleuropa. Es ist zum einen Russland mit den Revolutionen des Jahres 1917 und es sind die Vereinigten Staaten von Amerika mit der Politik von Woodrow Wilson, die hier beide enorme Prägekraft und Wirkung haben auf das Geschehen im Jahr 1917 und in den darauffolgenden Jahren. Das ist die Absicht dieser Vortragsreihe, einmal den Blick nach Russland zu werfen, einmal sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Rolle spielt die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir werden zwischendrin in den beiden nächsten Vorträgen dann den Blick werfen auf klassische Konfliktzonen der Habsburger Monarchie, einmal mit Blick auf die Geschlechterverhältnisse und die Frage des Frauenstimmrechts, eines der wichtigen Reformvorhaben innerhalb der Habsburger Monarchie. Und hier wird Susanne Zimmermann in der kommenden Woche am Beispiel der ungarischen Wahlrechtsvorlage vom Dezember 1917 sprechen. Und wir werden uns, wenn man so will, mit einem Klassiker beschäftigen. Wer nach den Ursachen für den Untergang der Habsburger Monarchie fragt, wird immer wieder natürlich auf die Nationalitätenproblematik angesprochen. Und insofern wird am 16. Oktober Elisabeth Heid am Beispiel von Galizien die wachsenden Konflikte und die Dynamik in Nationalitäten miteinander und gegeneinander in der Habsburger Monarchie beleuchten. Heute Abend aber zunächst das große Ereignis, die großen Ereignisse in Russland und die Frage, welche Folgen hat das für die Habsburger Monarchie? Ich freue mich ganz besonders, dass es uns heute gelungen ist, zwei Kolleginnen, eine Kollegin, einen Kollegen aus Wien hierher zu holen, Verena Moritz und Hannes Leidinger, die Spezialisten für diese Thematik. Beide sind durch zahlreiche Veröffentlichungen sowohl zur Geschichte des Ersten Weltkrieges als auch zur Interaktion zwischen der Habsburger Monarchie und Russland ausgewiesen. Verena Moritz hat Geschichte und Russisch in Wien studiert und ist dort im Jahre 2001 mit einer Studie über die russischen Kriegsgefangenen in Österreich promoviert worden. Es schloss und schließt sich an eine Lehrtätigkeit an den Universitäten in Wien und Salzburg. Verena Moritz ist auch Mitglied der Österreich-Russischen Historikerkommission und Autorin und Co-Autorin zahlreicher Buchveröffentlichungen. Sie hat zahlreiche Preise für ihr wissenschaftliches Werk erhalten. Ich nenne nur den Umstand, dass sie im Jahr 2013 die Auszeichnung vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung für das Wissenschaftsbuch des Jahres bekommen hat. Hannes Leidinger ist ein Historiker, der ebenfalls an der Universität Wien Geschichte studiert hat, eine Lehrtätigkeit im Anschluss daran an zahlreichen in- und ausländischen Universitäten praktiziert. Er ist habilitiert für österreichische Geschichte und bald wird von ihm ein Buch erscheinen mit dem signifikanten Titel Der Untergang der Habsburger Monarchie. Ich habe beide kennengelernt, wie man das in unserer Zunft so tut, nämlich nicht
persönlich, sondern über ein Buch, das mir vor vielen Jahren in die Hände gefallen ist, Gefangenschaft, Revolution, Heimkehr. Das ist eine Pionierleistung, die zum ersten Mal den Blick darauf geworfen hat, wie österreichische Kriegsgefangene in Russland in dieses Geschehen involviert worden sind und was von da aus an Spuren und Netzen zwischen Russland und Österreich in diesen entscheidenden Jahren geknüpft worden sind. Ich freue mich auf den Vortrag der beiden. Es wird so ablaufen, dass Verena Moritz zunächst uns einen Einblick geben wird in die russischen Revolutionen des Jahres 1917. Sie wird dann auch etwas sagen über die Wahrnehmung dieses Vorganges in Österreich. Und dann wird allmählich Hannes Leidinger übernehmen und dann die Interaktion zwischen den Vorgängen in Österreich und den Vorgängen in Russland beleuchten. Und wir haben im Anschluss daran wie immer auch Gelegenheit für Fragen und Diskussionen. Ich übergebe Ihnen das Wort. Den ersten Herrn, glaube ich, muss ich Ihnen nicht näher vorstellen. Es ist Zar Nikolaus II. Zu den anderen Bildern sage ich dann später noch etwas. Ja, ich möchte mehr oder minder kaleidoskopartig quasi etwas erzählen über dieses Jahr 1917, über diese russischen Revolutionen des Jahres 1917, denn wir haben es ja mit zwei Revolutionen zu tun, mit der Februar- und mit der Oktoberrevolution. Immer auch in Bezug zu dem, was sich im Habsburgerreich abgespielt hat, beziehungsweise wie man in Österreich-Ungarn diese Ereignisse gesehen hat. Was musste man überhaupt im Habsburgerreich darüber, was sich im Februar bzw. März 1917 in Russland ereignet hat? Immerhin befinden wir uns ja mitten im Ersten Weltkrieg und Russland ist eine gegnerische Macht. Auszüge aus Telegrammen von österreich-ungarischen Diplomaten, die ich nun zitiere, sind also gewissermaßen die ersten Nachrichten über die Vorgänge in Russland, wie sie in das Habsburgerreich drangen. Da ist zunächst einmal ein Telegramm von Prinz Hohenlohe aus Berlin am 14. März 1917 geheim. Der Staatssekretär sagte mir, die oberste Heeresleitung teile ihm eben mit, man habe einen Funkenspruch des Kommandanten der russischen Streitkräfte in Finnland abgefangen, in dem derselbe beim Oberkommando der russischen Westfront um Befehle anfragt, da jeder Verkehr mit Petersburg abgebrochen sei. Nach den letzten ihm zugekommenen Nachrichten herrsche in Petersburg offener Aufstand und es sei eine provisorische Regierung gebildet worden. Das nächste Telegramm am selben Tag von Graf Hardig aus Stockholm. Entgegen den Pressenachrichten, welche die Unruhen in Russland als allgemeine Revolution zu schildern geneigt sind, erfahre ich durch den deutschen Moskauer Bankier Bockelmann, der Verbindung mit Russland aufrechterhält, dass Unruhen zwar ernster Natur, jedoch einstweilen keineswegs von der Art sind, dass die Regierung ihrer nicht Herr werden könnte. Und Prinz Hohenlohe aus Berlin am nächsten Tag, am 15. März 1917, meldet, es sei über die Bewegung in Petersburg hier nichts Näheres bekannt. Sich ein klares Bild zu machen erscheint dermalen kaum möglich, doch möchte ich diesen Ereignissen vorerst noch keine allzu große Bedeutung beimessen. Meiner Ansicht nach würde die Entwicklung der Dinge erst dann an Bedeutung gewinnen, wenn Truppen von der Front zur Herstellung der Ordnung ins Innere verlegt werden müssten. Wenn diese dann, was eher anzunehmen ist, mit den meuternden Truppenteilen gemeinsame Sache machen sollten, müssten immer neue Truppen aufgeboten werden, was dann schließlich zu einer Abbröckelung der ganzen Front führen könnte. Noch wurde also darüber spekuliert, was sich da in St. Petersburg bzw. Petrograd im Februar bzw. März 1917 abgespielt hat. Die soeben gelesenen Zitate, Meldungen von österreich-ungarischen Diplomaten zeigen, dass man im Ausland zunächst noch keine richtige Vorstellung davon hatte, was sich gerade in Russland ereignete, und sie dokumentieren, dass man sofort die Revolution in Russland mit der Friedensfrage verknüpft hat, mit der Möglichkeit, dass nun weitere militärische Maßnahmen gegen die Mittelmächte unterbleiben würden, ja würden müssen. Die Februarrevolution war, das war dann allerdings schnell klar, eine Tatsache. Ortswechsel St. Petersburg. Im Frühjahr 1917, nach der Revolution, die das Ende der Zarenherrschaft in Russland mit sich brachte und dem Land und seinen Menschen ungeahnte, ja atemlos machende Freiheiten schenkte, veröffentlichte der Schriftsteller Maxim Gorki seine sogenannten unzeitgemäßen Gedanken über Kultur und Revolution in der Zeitung Novaja Zhizn. Sie dokumentieren Hoffnungen und Ängste und sie sind voll von vergeblich gebliebenen Warnungen an alle Kräfte, die damals die weitere Zukunft Russlands mitbestimmten, inklusive
an die Adresse des Volkes, an die Menschen in Russland, von denen viele vor allem eines vor Augen hatten, das Ende des Krieges, der seit 1914 tobte. Die Forderung nach Brot und Frieden war am Anfang der Ereignisse des Februar 1917 gestanden, die die Autokratie zu Fall gebracht hatten. Ihr folgte eine Art Doppelherrschaft, die Herrschaft einer provisorischen Regierung einerseits und des Petrograder Arbeiter- und Soldatenrates auf der anderen Seite. Während der Rat die neue Regierung nur als eine Art, man könnte sagen, Prothese der alten, also der unter Zar Nikolaus II. Betrachtete, sah sich der Sowjet, der Rat, zur nächsten Revolution an sich verpflichtet. Die Interessen der nun existenten beiden Machtzentren gingen aber weit auseinander. Und die Frage nach Krieg oder Frieden war eine, die angesichts der Bedrohung von außen, dem Szenario einer Niederlage, auch dem Sowjet Entscheidungen und Stellungnahmen abverlangte, vor denen er sich oder zumindest Teile davon scheuten. Die Forderung nach einem Frieden ohne Annexionen und Kontributionen, wie es damals hieß, die schließlich formuliert wurde, war eine, die großen Symbolcharakter hatte, aber andererseits auch eine Art Atempause gegenüber den Wünschen der Bevölkerung verschaffen sollte, denn es gab keine ernstzunehmenden Anzeichen, dass sich der Krieg würde auf diese Weise beenden lassen. Niemand wollte die Verantwortung für die Beendigung eines Krieges übernehmen, der umgekehrt Russland territorial allzu sehr beschnitten oder das Land langfristig in komplette Abhängigkeiten zu anderen Staaten gebracht hätte, den wirtschaftlichen Kollaps inklusive. Und trotzdem ging es im Wesentlichen darum, zwischen Krieg und Frieden zu wählen. Diese Frage war im Prinzip alles entscheidend. Dass Leo Trotzki sich dann einige Monate später bereits als Volkskommissar einer bolschewistischen Regierung für Krieg und Frieden aussprach, hat viele Gründe oder Hintergründe. Aber auch den, dass sich diese für die provisorische Regierung scheinbar unlösbare Frage auch für die Bolschewiki dann bei Weitem nicht so klar darstellte, wie man versprochen hatte. Aber zurück zur Februarrevolution, beziehungsweise in die Wochen nach dem Umsturz. Maxim Gorki schrieb im April 1917: Wir leben nun schon fast 3 Jahre in einem blutigen Albtraum, sind verroht und haben den Verstand verloren. Dieser Krieg ist der Selbstmord Europas. Und kurze Zeit später, als die Zusage vom russischen Außenminister der provisorischen Regierung, Pawel Miljukow, an die Alliierten, wonach Russland seinen unter dem Zar gegebenen Verpflichtungen nachkommen und den Krieg weiterführen würde und massenhafte Proteste mit weiteren Gewaltaktionen in Petersburg ausgelöst hat und zu einer Umbildung der provisorischen Regierung führte, da appellierte Gorki an die Kraft der Selbsterkenntnis. Er schrieb: Wir müssen begreifen, endlich begreifen, dass der furchtbarste Feind der Freiheit und des Rechts in uns selbst ist. Das sind unsere Dummheit, unsere Grausamkeit und das ganze Chaos dunkler, anarchistischer Gefühle, die durch die schamlose Unterdrückung zu Zeiten des alten Regimes, durch seine zynische Brutalität in unserer Seele herangezüchtet wurden. Gorki wandte sich auch im Weiteren noch oft gegen Gewaltakte, gegen Exzesse, gegen Pogrome, aber auch gegen eine Sprache der Gewalt und der Zuspitzung, der Kompromisslosigkeit und der Eskalation, die den vielfach anarchischen Zuständen im Gefolge der Februarrevolution nicht zuletzt in der russischen Hauptstadt folgten. Währenddessen aber verstrickte sich die provisorische Regierung immer tiefer in die Krise und scheiterte an diesem Spagat zwischen Revolution und Staatsräson. Der Vertrauensverlust gegenüber der Regierung vollzog sich entlang des immer stärker werdenden Eindrucks, wonach sich ihre Mitglieder gewissermaßen selbst neutralisierten. Folge nicht zuletzt einer Kräfteverteilung, die später in der sowjetischen Propaganda als bürgerlich bezeichnet wurde, realiter aber auch sozialistische Minister aufzuweisen hatte, übrigens auch eine Frau, zumindest als stellvertretende Ministerin. Minister also, die ihrerseits mit radikalen Forderungen ebenso Schiffbruch erlitten wie mit Kompromisslösungen. Das Zaudern und Verharren, das Abwarten und Abwägen, die unzähligen Anläufe, Zwischenlösungen zu finden, kommentierten die Bolschewiki unter Wladimir Iljitsch Lenin mit Häme. Für sie stellte sich das Ringen um einen Ausgleich als Verrat an der Revolution dar, als Packelei mit der Bourgeoisie und mit Kräften, die nur darauf warteten, den Februar 1917 wieder ungeschehen zu machen und den Rückwärtsgang in Richtung des alten Herrschaftssystems einzulegen. Die Bolschewiki waren die einzigen, die für einen sofortigen Frieden eintraten, anfangs ohne Interesse für die gesamtstaatlichen Konsequenzen dieses Schritts, denn vor Augen hatte man die Weltrevolution, eine Revolutionierung zumindest und zunächst des restlichen Europa, ein Szenario, das 1918 mit den großen Streiks vom Jänner und schließlich dem militärischen Niedergang der Mittelmächte des Deutschen Reichs und Österreich-Ungarns nicht
abwegig zu sein schien. Die Bolschewiki waren Pragmatiker und Zaudern war nicht ihre Sache. Von ihnen sagten später ihre Gegner, sie hätten eine Methode gehabt, nicht aber ein Programm. Leo Trotzki, der 1917 ebenso wie Lenin erst aus dem Exil nach Russland zurückkehrte, war einer derjenigen, die die Revolution auf ihre Weise vorantrieben. Mit dem Blick auf die provisorische Regierung hat er später in seiner Geschichte der Oktoberrevolution zwei Bände vorgelegt. Da hat er geschrieben, Unentschlossenheit ist der schwierigste Zustand im Leben von Regierungen, Nationen, Klassen, wie auch des einzelnen Menschen. Die Revolution ist die erbarmungsloseste von allen Lösungen historischer Fragen. Ausweichen ist in der Revolution die verheerendste aller denkbaren Politik. Die Partei der Revolution darf nicht schwanken, ebenso wenig wie der Chirurg, der das Messer in den kranken Körper eingeführt hat. Wir wissen, dass Lenin im Herbst 1917 seine Pläne eines Aufstandes, eines Sturzes der provisorischen Regierung auch gegen parteiinterne Kritiker durchgesetzt hat. Wir wissen auch, dass der bolschewistische Slogan von Alle Macht den Räten für ihn nur insofern bedeutsam war, als diese Räte bolschewistisch sein sollten. Diese Räterepublik, die sich nach der Oktoberrevolution, die keine Revolution der Straße gewesen ist, so wie die Februarrevolution, sondern ein geplanter Coup gewesen war, diese Räterepublik, die sich also bald in eine Einparteiendiktatur verwandelte, war ungeachtet der genaueren Begleitumstände ihrer Entstehung für das Proletariat, für die Menschen auch außerhalb Russlands ein Signal, der Umsturz der Bolschewiki von einer ungeheuren Symbolkraft. Es ging nicht nur um die Hoffnung auf eine bessere, gerechtere Gesellschaft, auf das Ende von Unterdrückung und Ungleichheit. Es ging auch darum, dass nun der Beweis erbracht war, dass es Erfolg haben könnte, wenn man sich gegen die herrschenden Verhältnisse erhob, wenn man über die Stars durchsetzte, was damals das brennendste Anliegen eines Großteils der Menschen in dieser Phase gewesen war, endlich Frieden machen. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass auch in Österreich selbst solche Stimmen, die alles andere als im Verdacht standen, sozialistische Ideen zu unterstützen, diese Revolution der Bolschewiki auch begrüßten, als eine Revolution des Friedens. Freilich, es dauerte nicht lange und die Begeisterung wich Ernüchterung, eine Ernüchterung mit verschiedenen Abstufungen, könnte man sagen, oder mit verschiedenen Konjunkturen. Die Symbolkraft der Revolution behielt aber auch für die Linke außerhalb Russlands, die sich gegen die Praxis bolschewistischer Herrschaft wandte, eine Bedeutung, die man nicht abtöten wollte und konnte. Für andere wiederum existierte dieses Dilemma nicht. Schon nach der Februarrevolution gab es im Habsburgerreich viele, die davor warnten, dass die Möglichkeit, nun mit Russland zu einem Frieden zu kommen, womöglich teuer, ja zu teuer erkauft werden müsste. Man sah die Gefahr eines Überschwappens der Revolution auf das eigene Land. Man sah diese Gefahr nach dem Februar 1917 und man sah sie nach dem Oktober 1917 und zog seine Lehren daraus mit unterschiedlichen Konsequenzen. Bei all dem ist aber noch einmal zu fragen, was man 1917 und 1918 im Habsburgerreich überhaupt von dem, was sich in Russland damals abspielte, wusste. Wie tief waren die Einblicke wirklich? Wie bewertete man die Vorgänge im untergegangenen Zarenreich, ohne noch zu ahnen, welchen Weg die provisorische Regierung nehmen und was die Oktoberrevolution, die Machtergreifung der Bolschewiki mit sich bringen würde? Diese Unmittelbarkeit des Sehens und Miterlebens zu fassen, das war auch Hintergrund für dieses Buch, das ich kurz zeigen darf, in dem verschiedene zeitgenössische österreichische Stimmen zur Revolution in Russland dokumentiert sind. Sie sind nicht von den nachmaligen Interpretationen überfrachtet, die eine Vielzahl von ideologischen Implikationen in sich trugen. Sie sind, wenn man so will und wenn man das nach 100 Jahren überhaupt sagen darf, frisch oder beziehungsweise frisch gewesen. Wer aber hatte die Möglichkeit, sich vor Ort unmittelbare Einblicke zu verschaffen? Das waren vor allem K&K-Soldaten und Offiziere, die im Zuge des Krieges in russische Kriegsgefangenschaft gerieten. Und höhere Offiziere sowie Diplomaten des Habsburgerreichs, die als Folge dann des Friedens, der im März 1918 in Brest-Litowsk mit Sowjetrussland geschlossen wurde, ins Land kamen. Interesse an ihren Wahrnehmungen hatte die Politik ebenso wie das Militär, dessen K&K-Geheimdienst sich Klarheit nicht nur über die gegenwärtige Lage verschaffen wollte, sondern auch daran interessiert war, ein Informationsnetz für die weitere Zukunft aufzubauen. Denn der Zusammenbruch des Habsburgerreichs war auch wenige Wochen, ja, man könnte so sagen wenige Tage vor dessen Ende, keine Option, ja, mit der man sich auseinandergesetzt hat. Im Gegenteil, es ging darum, die Monarchie auf die Zeit nach dem Krieg vorzubereiten.
Natürlich sind all diese Wahrnehmungen von Personen, die die Revolution in Russland miterlebten und die entweder Behörden intern verwendet wurden oder aber auch in Zeitungen veröffentlicht wurden. Also man denke nur zum Beispiel an die Berichte, an die Artikel von Otto Bauer, der nach seiner Heimkehr aus russischer Kriegsgefangenschaft ja in der Arbeiterzeitung über seine Einschätzungen zur russischen Revolution geschrieben hat. Natürlich sind all diese Wahrnehmungen subjektiv und waren ganz spezifischen Einflüssen ausgesetzt. So stellte sich die russische Revolution etwa für viele Kriegsgefangene, die sich zur Zeit der Revolution in Russland aufhielten, abhängig von ihrem militärischen Rang, ihrer nationalen Zugehörigkeit, auch sehr wichtig, oder vom Ort ihrer Internierung abhängig, entweder als Bedrohung da oder endlich als Chance, heimkehren zu können. Und einige wandelten sich in der Gefangenschaft zu Anhängern der Bolschewiki, andere wurden allerdings zu Opfern des neuen Regimes. Jene K&K-Diplomaten oder Angehörige der österreich-ungarischen Armee, die 1918 in offizieller Mission nach Sowjetrussland kamen, kommentierten die unsicheren Verhältnisse vor Ort oft mit Entsetzen. Und einige haben unumwunden zugegeben, um Leib und Leben zu fürchten. Mit dem Argwohn der Gastgeber sozusagen konfrontiert, sahen sie sich vor allem gefordert, die Ereignisse in Russland trotz schwierigster Begleitumstände angemessen einzuschätzen, diese Berichte weiterzugeben und mögliche Folgewirkungen für das Habsburgerreich aufzuzeigen. Die vielfältigen Konsequenzen des Umsturzes für die Donaumonarchie wurden dementsprechend in zum Teil sehr ausführlichen Berichten problematisiert und analysiert. Die darin zu Papier gebrachten Beschreibungen sind zum Teil von einer unglaublichen Nervosität und voll des Zweifels darüber, was die Vorgänge in Russland für die eigene Heimat bringen würden. Die österreich-ungarischen Zentralstellen in Wien bezogen ihre Informationen über die Lage in Russland, wie erwähnt, also nicht zuletzt aus den Berichten von KMK-Soldaten bzw. vor allem Offizieren, die in russische Kriegsgefangenschaft geraten waren und vor dem Friedensschluss mit Russland im März 1918 entweder als sogenannte Austauschinvalide oder aber wild bzw. dann schließlich mehr oder minder im Rahmen von geordneten Rücktransporten heimgekehrt waren. Einige dieser Berichte befinden sich auch im Buch. Ich möchte zum Schluss nur einen herausgreifen, stark gekürzt allerdings. Es ist der Auszug aus einem Bericht des Evidenzbüros, also des Geheimdienstes des Generalstabs des Österreich-Ungarischen, mit den Schilderungen des Oberleutnants Dr. Alex Hausmann über seine Wahrnehmungen während der Kriegsgefangenschaft in Russland. Es sind persönliche Standpunkte und Einschätzungen und sie sind natürlich auch nicht ohne diesen persönlichen Hintergrund des Offiziers verfasst worden. Im Juni 1918 lag also folgender Bericht in Wien vor. Russland, so Hausmann in seinen Schilderungen, Russland, schreibt er oder schrieb er, zerfällt wie die Tauben eines Fasses, dessen zusammenfassender Reifen hier der Zarismus gesprengt wurde. Die Nationalitäten, welche sich nunmehr immer zahlreicher von Russland loslösen, sind mit Ausnahme der Finnen und Polen gewiss noch nicht staatsreif. Die heutigen Machthaber, die Bolschewiki, herrschen, weil ihnen bei der allgemeinen Passivität nirgends ernstlicher Widerstand geleistet wird, aber ihre Herrschaft ist zu wenig durchgreifend, um als eine Regierung bezeichnet werden zu können. Sie können politische und rechtliche Missetaten begehen, insbesondere tun dies einzelne Provinz-Sowjets. Aber sie können keinerlei Verwaltung durchführen, nichts bauen, nichts organisieren. Die große Majorität des Landes ist gegen sie und vor allem ist die ganze sozialistische Intelligenz ihr gehässigster Feind. Trotzdem ist der Sturz der Bolschewiki aus politischen Gründen nicht zu erwarten. Wahr ist, dass sie bei der herrschenden Teuerung die Intelligenz ausgehungert haben und dass die früheren Beamten zu ihren Ämtern zurückkehren, um nicht zu verhungern und vielleicht auch mit den Hintergedanken, um bei einem eintretenden Umschwunge bei den Geschäften zu sein. Es ist niemand vorhanden, um die Erbschaft der Bolschewiki zu übernehmen. Und das russische Volk ist zu sehr an politische Bedrückung gewöhnt, um den bolschewistischen Terror aus politischen Gründen abzuschütteln. Wie immer man diese Eindrücke beurteilen mag, interessant ist doch diese Einschätzung einer Beständigkeit des bolschewistischen Regimes in Ermangelung einer alternativen Kraft. Eine Beurteilung der Lage, die durchaus nicht unberechtigt war. Darüber, wie vielfältig die Beobachtungen waren, die Österreich aus Russland nach Hause brachten, beziehungsweise über die tatsächlichen Folgen der russischen Revolution für das Habsburgerreich, möchte ich meinem Kollegen sprechen lassen. Meine Zeit ist, glaube ich, um. Danke. So, schönen guten Abend von meiner Seite jetzt auch. Ja, Verena, du hast jetzt einiges ohnehin schon auch ein bisschen in Bezug auf die Auswirkungen auf die Habsburger Monarchie erwähnt.
Ich glaube, man sollte einfach vorweg wirklich mit allem Nachdruck darauf hinweisen, dass meiner persönlichen Einschätzung auch den Vergleich mit anderen Revolutionen, einer vergleichenden Revolutionsforschung, es sich bei der russischen Revolution, und zwar beim Sturz des Zaren und in den nachfolgenden Wochen, um einen Systemkollaps ersten Ranges, einem Staats-Super-GAU handelt, wie wir uns ihn sonst fast nicht vorstellen können. Ich zitiere jetzt nicht allzu viele Quellen, aber ich erinnere mich an Konstantin Paustrowski, der dies 1917 erlebt hat und gesagt hat, dieses Land hat sich aufgelöst in Meetings. Am Ende standen Menschen gegen Menschen, Dörfer gegen Dörfer. Allein schon der Begriff die Nation oder Nationalitäten, die sich abspalten, ist vielleicht viel zu abstrakt für das, was hier in Russland passiert ist. Es ist eine wahrhaftige Pulverisierung. Vor diesem Hintergrund ist es tatsächlich für die österreichische Seite zunächst schwer vorstellbar, was hier geschehen ist. Dieses Rätselraten löst sich auf jeden Fall auf in eine Destabilisierung des Reiches. Man sieht ja, dass dieses Russland eine Regierung hat, dass es Probleme hat, trotzdem die Kontrolle zu halten. Und man freut sich vielleicht auch zunächst einmal, denn Militärs, Außenpolitiker haben massiv auf die Destabilisierung Russlands hingewirkt. Wir befinden uns im Ersten Weltkrieg und den Gegner zu schwächen war ein Ziel, das auch bewusst unterstützt wurde, etwa dadurch, dass man Oppositionelle, nationale Minderheiten aus dem Zarenreich, auch Kriegsgefangene aus dem Zarenreich, die man in Österreich auch in großer Zahl hatte, etwa 1 Million, dass man die beeinflusst und sie dazu bringt, dieses Zarenreich mindestens zu schwächen. Das Ausmaß, wie das gelungen ist, hat natürlich mit den österreichischen und mit den auch deutschen Maßnahmen in diesem Zusammenhang, auch das verbündete Deutschland agiert ähnlich, so in dieser Form konnte niemand damit rechnen. Das hat wirklich alle überrascht und es hat auch sofort einen Bumerang-Effekt ausgelöst. Wenn wir in Österreich-Ungarn nationale Minderheiten im Zarenreich unterstützen, damit sie vom Reich abfallen, was könnte das für einen Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn bedeuten? Und es taucht fast schlagartig ein zentrales Problem in dieser Debatte auf. Wird oft vergessen. In 3 verschiedenen Armeen kämpft ein Volk, eine Nation, die Polen. Die Polen sind aufgeteilt. Ihr Land ist aufgeteilt seit dem 18. Jahrhundert, die polnischen Teilungen dann durch den Wiener Kongress wieder bestätigt. Und jetzt kämpfen sie in diesem Ersten Weltkrieg in der russischen Armee, in der österreichischen, ungarischen Armee, in der deutschen preußischen Armee. Überall stehen sie sozusagen auch gegeneinander und jetzt stellt sich die Frage, wie wird jetzt mit diesen polnischen Kriegsgefangenen, polnischen Soldaten umgegangen? Was passiert, wenn wir die als Kriegsgefangene beeinflussen, damit sie den Zaren stürzen? Was heißt das wiederum für die Polen in Österreich? Wie weit sind die Polen möglicherweise gar nicht mehr bereit, für eine ganz bestimmte imperiale Macht ins Feld zu ziehen, sondern erleben diesen Weltkrieg möglicherweise, und so passiert es dann auch, als Chance, sich sozusagen als unabhängige Gruppierung und als eigener Staat zu formieren. Fast schlagartig ist eine der ersten, wirklich vergessen, interessanten Reaktionen des jungen Kaiser Karl. Er lässt die polnischen Speziallager, die für Kriegsgefangene, für polnische Kriegsgefangene aus der russischen Zarenarmee eingerichtet wurde, wieder schließen. Er will sie in Arbeiterkompanie zurückhaben, denn er sagt, und das trifft er ganz gut, seine Berater wissen, was jetzt passiert, die neue Minderheitenpolitik und Nationalitätenpolitik des revolutionären Russland, Petrograd, so hieß damals St. Petersburg, dieses revolutionäre Petrograd muss jetzt auf die nationalen Minderheiten eingehen. Und eine der ersten Forderungen war polnischerseits, ihr müsst uns mindestens Autonomie geben. Ab diesem Zeitpunkt wird polnischerseits mit der Frage gespielt, könnte die Befreiung, die Unabhängigkeit des Landes auch durch das revolutionäre Russland geschehen und nicht durch die Mittelmächte, wie bisher geglaubt. Jetzt löst man die Lager auf und Karl begründet es auch, weil wir uns nicht sicher sein können, dass diese polnischen Soldaten nicht zum Feind überlaufen. Eine der ersten bemerkenswerten Reaktionen und diese polnische Frage wird durchgehend immer eine Rolle spielen. Was sich in diesen polnischen Speziallagern auf österreich-ungarischem Boden allerdings abgespielt hat, war eine Realität, die die österreich-ungarische Bevölkerung gut kannte.
Die Leute waren ausgehungert. Wir haben es mit einer massiven Ernährungskatastrophe zu tun. Wir reden hier wirklich von Hungerkatastrophen. Ja, sowohl in Deutschland als auch in Österreich-Ungarn. Auch die Polen in diesen Lagern konnten kaum mehr versorgt werden. Auch das war ein Grund, warum man es aufgelöst hat. Und spätestens in diesem Augenblick wird für die Behörden ein zweiter Aspekt mindestens genauso problematisch als indirekte Rückwirkung aus den russischen Ergebnissen, aus den russischen Revolutionsbewegungen. Russische Revolution wäre ohne die Versorgungskrise, die Versorgungsproblematik in den Städten nicht zu denken. Dabei ist Russland als großer Agrarstaat eigentlich noch eher in der Lage, die eigene Bevölkerung zu versorgen. In Österreich sieht es in den Städten mit der Versorgung noch viel schlechter aus. Damit streiten wir auch noch zwischen Ungarn und österreichischen Reichsteil, wer überhaupt die Leute beliefert und wer die Armee versorgt. Das heißt, die österreichische Situation, die Versorgungssituation ist noch schlimmer und trotzdem ist Russland schon an der Versorgungskrise gescheitert. Wir sollten also sozusagen sehr fragen, können wir diese positiven Effekte des geschwächten Feindes, so wie das der Generalstab sieht oder die Außenpolitik sieht, können wir das wirklich als positiv betrachten? Die ersten, die kritisch agieren, sind die Christlich-Sozialen von der Reichspost. Da gibt es keinen Grund, sich zu freuen. Ja, der Gegner ist geschwächt, das wollten wir, so heißt es in den Kommentaren dieser Zeit, aber die Revolution grundsätzlich zu idealisieren, heißt nicht zu bedenken, wie viele Rückwirkungen das eigentlich auf die eigene Entwicklung hat. Und vor allem sollte man sich hüten, grundsätzlich eine Art von geschichtlichen Dammbruch, wie es da heißt, eine Revolution wie in Frankreich, nun jetzt auch in Russland, gewissermaßen begeistert aufzunehmen. Das hat natürlich einen Seitenhieb gehabt von der Reichspost. Gemeint hat man die Arbeiterzeitung, die nun tatsächlich die österreichische Sozialdemokratie diese Befreiung vom Zarismus, den sie als Despotie gesehen hat, auch tatsächlich positiv, viel positiver beurteilt hat. Und es war die Arbeiterzeitung, die deswegen auch mit der österreich-ungarischen Zensur besonders intensiv Erfahrung gemacht hat, weil hier die positive Darstellung der Revolution eindeutig überwogen hat. Und das in einer Situation, in der wir diese unterschiedlichen Stimmen auch als Wirkung aus der russischen Revolution erkennen können. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Kampf gegen Russland ein Grund, warum die unterschiedlichen Gesellschaftskräfte und Parteien in Österreich-Ungarn zusammengehalten haben. Auch die Sozialdemokratie hat gesagt, dieses rückständige Land mit einem Demokratiedefizit, mit sozialen Problemen, dieses Land gilt es auch zu bekämpfen. Deutsche Sozialdemokraten wie österreichische haben diesen Kampf am ehesten auch noch führen wollen. Die sogenannte Burgfriedenspolitik des Ersten Weltkriegs ist im Wesentlichen aufgebaut, dass es eben auch diesen Gegner des Zarenreiches gibt. Und der Zar ist weg. Es ist Viktor Adler, der sagt, uns ist die Hintergrundfolie des Hauptfeindes, des Zarismus, verloren gegangen. Und augenblicklich tauchen die Parteiendiskussionen auf. Christlich-Soziale gegen Sozialdemokraten, kennen wir eigentlich, was hier passiert, noch in der Monarchie, sehr unterschiedliche Bewertungen von dem, was hier eigentlich passiert. Und gleichzeitig der Otto Bauer, der vorher angesprochen wurde, der Kriegsgefangener war, der die Revolution miterlebt hat und der gleich sagt, ja, die Kritik, die ihr übt, also auch an die anderen Parteien gerichtet, das mag schon sein. Aber wir können hier nicht verwehren, was drüben schon gegeben wurde. Und diese Aussage ist sehr richtig. Denn kaum ist die Revolution klar, geht sie einen Weg, wenn auch einen chaotischen, einen, der den Staat sozusagen auflöst, werden Kräfte deutlich in der russischen Revolution, die soziale Errungenschaften bzw. soziale zentrale Forderungen der Arbeiterschaft übernehmen. Dazu gehört der 8-Stunden-Tag, dazu gehört das Frauenwahlrecht. Übrigens, wenn Sie sich wirklich einmal russische Originalfilmdokumente anschauen oder Bilder, ein Großteil dieser Transparente spricht vom Frauenwahlrecht. Es waren die Frauen, die diese Revolution in hohem Maße gemacht haben, denn das Brot ist ihnen zunächst ausgegangen. Sie haben die Kinder nicht mehr versorgen können. Sie sind zuerst auf die Straße gegangen. An jenem Tag, als es in Petrograd losgeht, ist Internationaler Frauentag. Und bis heute werden die Frauen dazu gratuliert, an jenem Tag, an dem die Revolution ausgebrochen ist, bis heute. Das muss mitgedacht werden und das wird jetzt auch in Österreich gesehen. Frauenwahlrecht, Wahlrechtsreform, nicht mehr das alte Wahlrecht, das wir bisher haben. Soziale Maßnahmen, 8-Stunden-Tag, das wird alles gefordert. Und es heißt am 1. Mai beim Aufmarsch der Sozialdemokratie 1917, also ganz kurz nach der Februarrevolution, wir müssen genau diesen russischen Weg gehen, dieses Vorbild. Und es ist schließlich die Berater, der engste Beraterkreis von Kaiser Karl, unter anderem auch der Außenminister Graf Tschernin sagt, es wird jetzt höchste Zeit, dass wir entsprechende Reformen durchbringen, die diese russische Bewegung auch mit aufnimmt, absorbiert. Wir müssen auf die russische Revolutions- und Sozialbewegung reagieren. Das wird übrigens auch gemacht.
nicht ganz so dramatisch, wie wir das uns vorstellen, also nicht mit den ganz großen Reformen, aber es werden Kommissionen eingesetzt für die Übergangswirtschaft. Man scheint sich in sozialer Hinsicht langsam auf die Friedenswirtschaft wieder ausrichten zu wollen. Man versucht, Ernährungsausschüsse einzusetzen. Das passiert alles nach dem Februar, März 1917. Und wer sitzt da erstmals auch in den Kommissionen? Die Sozialdemokraten. Es ist interessant, dass Josef Redlich, ein guter Beobachter dieser Zeit damals, meint, die Regierung, die österreichische Regierung und die Hofkreise sind von der russischen Revolution so sehr getroffen, dass sie ganz sozialdemokratisch geworden sind. Davon kann keine Rede sein, das ist übertrieben. Kaiser Karl tut sich immer noch schwer im Gespräch mit Karl Renner und anderen, obwohl die also sehr entgegenkommen sind. Trotzdem bleibt er hier vorsichtig. Noch ist die Frage, könnte man sich einen Sozialdemokraten vorstellen, der in die Regierung eintritt als Minister? Das wird immer konkreter. Auch das hat seinen Keim im Frühjahr 1917. Und die entsprechenden ersten Organisationen verweisen auch darauf. Ein weiterer Aspekt, der hier mitgedacht werden muss, ist, dass man diesen Kräften nicht entgegenkommen kann, etwa der Sozialdemokratie, wenn man nicht eine ihrer zentralen Forderungen wieder ernst nimmt, nämlich nicht nur das Wahlrecht, sondern natürlich auch die entsprechenden demokratischen Gremien wieder einführt. Wir haben seit 1914 kein Parlament in Österreich. In Ungarn ist es etwas anders, Ungarn ist immer etwas anders, das wird zu kompliziert, das wollen wir jetzt nicht ausführen, aber der österreichische Reichsrat ist, wie es damals heißt, sistiert. Er ist wieder mal in die Wüste geschickt worden und man reagiert wieder mal mit dem Notparagraphen, mit dem Paragraph 14, und der wird dann gleich in die Kriegsnotverordnungsgesetze übergeführt. Österreich ist für viele unter diesen Bedingungen eine Diktatur, so sagt der Sohn von Viktor Adler, Friedrich Adler, und er schießt den Repräsentanten des Kriegsabsolutismus, wie er ihn nennt, den KK-Ministerpräsidenten Stürck. Eine seltene Gewalttat in der österreichischen Geschichte, einen alten, blinden Mann bei Meißel und Schaden, gerade wieder eröffnet, zu Tode zu bringen und dadurch interessanterweise zu einer internationalen Figur des Tyrannenmordes zu werden. Wo ist dieser Friedrich Adler, besonders der Sohn von Viktor Adler, besonders beliebt? In Russland. Dort erwartet man von ihm besonders viel. Eine durchaus problematische Entwicklung, die vor allem aber auch wieder eines hat: eine Rückwirkung von Seiten der russischen Revolution. Der Mann hat einen Mord begangen und steht nun vor Gericht, wird jetzt auch wieder intensiv darüber diskutiert. Die Todesstrafe ist klar unter diesen Bedingungen, trotzdem wird er amnestiert. Die Gerüchte in Wien wollen natürlich nicht verstummen, dass diese Amnestie hauptsächlich auch deswegen geschieht, weil man bereits Angst hat vor der Arbeiterschaft, vor großen Teilen der Bevölkerung, das Todesurteil wirklich zu vollziehen. Wir müssen schnell handeln, heißt es da, wir müssen überschüssigen Dampf herauslassen, bevor der Kasten explodiert, Ottokar Graf Tschernin. Die Angst vor einer Revolution, wie sie in Russland passieren könnte, ist unmittelbar. Ist die Reichsratseröffnung, Wiedereröffnung eine Folge von der russischen Revolution? Auf jeden Fall ist es ein Entgegenkommen gegenüber jenen Parteien wie der Sozialdemokratie, die zu demokratischen Verhältnissen, nicht zu Notgesetzgebung, zu demokratischen Gesetzgebung wieder zurückkehren wollen. Und das immerhin muss man sozusagen mitbedenken. Tschernin übrigens und andere, auch Hofkreise, stritten das immer ab. Sie haben immer gesagt, der Plan, das Parlament wieder einzuberufen, war bereits in der Tasche. Es gibt aber auch andere. Es gibt nämlich eher auch so Überlegungen noch mit dem Oktroi, mit einer aufoktroyierten Organisation zu haben, möglicherweise sogar mit den Generälen. Also, das ist offen. Aber eines ist klar, wenn wir eine Veränderung durchführen wollen, wie Ottokar Tschernin hier meint, dann muss diese Veränderung möglichst bald kommen, denn in Kriegszeiten eine große, tiefgreifende Reform, die die russischen Forderungen auch mit aufnimmt, durchzubringen, ist fast unmöglich. Wir brauchen eigentlich stabilere Verhältnisse, um so große Reichsreformen wie für Österreich-Ungarn durchzuziehen. Daher wäre es günstig, wenn jetzt sehr intensiv über Friedensgespräche nachgedacht wird. Und somit sind wir bei einem zentralen Problem oder einer zentralen Hoffnung, dass nämlich diese Destabilisierung Russlands weniger zur Pulverisierung des Gegners führt, als dass sie zum baldigen Frieden führt. Und hier setzt nun gerade die Regierung auch auf Vermittlungen der Sozialdemokratie. Von allen Seiten, von der deutschen Sozialdemokratie, von der russischen Sozialdemokratie, die nicht nur aus Bolschewiki besteht, sondern auch aus Menschewiki und anderen Kräften, auch von westlichen Demokraten, von Sozialdemokraten der neutralen Länder, wird der Versuch unternommen, sich auf neutralen Boden in Stockholm zu treffen, um hier weiter zu sprechen. Um ausreisen zu können in diese Länder, muss der Kaiser zustimmen. Das tut er.
Es scheitert nicht an den Sozialdemokraten, das ist interessant. Diese Politik, die von russischer Seite, von den neuen russischen Sozialisten, die aus der Februarrevolution hervorgegangen sind, forciert wird, zu einem Frieden auf Verhandlungsebene mit den Deutschen, mit den österreichischen Sozialdemokraten zu kommen, ist ein ernsthafter Weg der Sozialdemokratie Russlands und der Sozialisten Russlands, einen ehrenvollen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen zu bekommen, wie es heißt. Das ist ein durchaus wichtiger Schachzug. In der jüngeren Literatur wird darauf hingewiesen, dass das ein ganz wichtiges Ziel des Regimes der Februarrevolution war. Und nicht eine absurde Fortsetzung vom Krieg, wie das später dann Lenin darstellen wird. Man wollte heraus, aber man hat gewusst, dass man nicht so weit gehen kann, dabei zu viel russisches Territorium, zu viele russische Interessen aufzugeben. Also wichtige Aspekte. Woran scheitert Stockholm? Eigentlich an den westlichen Sozialdemokraten, die damals von ihren eigenen Regierungen durchaus auf den Kurs eingeschwört werden, dass mit der Unterstützung, die seitens der Vereinigten Staaten nun kommt, denn seit April 1917 sind die Vereinigten Staaten im Krieg gegen Deutschland, noch nicht gegen Österreich-Ungarn, erst im Dezember, schwierig, kompliziert, belassen wir es einmal dabei, die Vereinigten Staaten sind dabei, da macht sich die Entente, die Alliierten, die Gegner von Deutschland und Österreich-Ungarn große Hoffnungen, diesen Krieg auch noch zu gewinnen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, der es für die Sozialdemokraten der westlichen Länder einigermaßen schwierig macht. Halten wir fest, das große Friedensmanifest, diesen Stockholmer Frieden, den tatsächlich auch einige Sozialdemokraten in Petrograd wie in Wien erhofft haben, diesen Frieden gibt es nicht. Es gibt aber diese große Friedenshoffnung nach wie vor. Und Viktor Adler lässt sich dann auch am 12. November 1917, übrigens unmittelbar nach der Schlacht, an der 12. Isonzo-Schlacht, dem Erfolg der deutschen und österreich-ungarischen Truppen, dem Durchbruch, zu der Hoffnung hingeben, dass nun nach diesem Erfolg vielleicht auch ein Einsehen vorhanden ist und auch von unserer Seite, von österreich-ungarischer Seite, ein ehrenvoller Frieden möglich ist. Aber dieser Frieden muss her. Er sagt es im Konzerthaus ganz deutlich, er spricht ganz klare Worte, dass jetzt nun die große Hoffnung aus dem Osten kommt. Und damit sind wir bei einem weiteren Aspekt der Rückwirkung auf die von der russischen Revolution auf Österreich-Ungarn. Einen, der nun aber bereits unter anderen Voraussetzungen stattfindet. Während ich bisher von Wirkungen der Februarrevolution gesprochen habe, hat sich mittlerweile in Russland etwas verändert. Wer die Situation kennt vor Ort, weiß, es ist eigentlich fast über Nacht passiert. Es war ein geschickt eingefädelter Coup, das Verteidigungskomitee für Petrograd gegen deutsche Truppen in ein bolschewistisches oder mit Koalitionskräften versehenes einen Generalstab der Revolution zu verwandeln, um dort putschartig die Macht zu übernehmen und die damalige Regierung, provisorische Regierung unter Ministerpräsident Kerenski zu stürzen. Das Erste, was nun passiert, ist, dass genau die Forderungen der Stockholmer Phase wieder auf den Tisch kommen. Machen wir allgemeinen Frieden. Das wird sehr wohl erhofft von allen Seiten und übrigens auch von österreichischer Seite. Und hier nicht nur von der Sozialdemokratie, sondern hier sieht man sehr gnädig von Hofseite und von Regierungsseite auf die Sozialdemokraten und sagt, auch wir wollen diesen allgemeinen Frieden. Tschernin wird ausgeschickt, um Signale zu den neuen Richtung Petrograd zu senden, den neuen Machthabern in Petrograd zu signalisieren, wir sind dazu auch bereit. Denn das erste Dekret, das Lenin herausgibt, entspricht genau jenem Grundbedürfnis, das nun in der russischen Bevölkerung noch viel stärker ist als im Februar, noch viel stärker, nämlich Frieden endlich zu schließen. Und auch hier heißt es im Dekret nicht Frieden mit irgendjemandem, allgemeinen Frieden. Allgemeinen Frieden herzustellen. Das scheitert. Und zwar aus einem einfachen, aber sehr klaren Grund, es gibt immer noch nicht nur die Westmächte, sondern es gibt auch den deutschen Bündnispartner, der sich in Form der deutschen obersten Heeresleitung, die enormen Einfluss hat, immer noch Möglichkeiten ausrechnet, durch einen Sonderfrieden mit Russland Truppen aus dem Osten abzuziehen und einen massiven Schlag gegen Westen zu finden, gerade zur Jahreswende 1917-18, noch bevor die Amerikaner ihre Truppen nach Europa entsenden können. Jetzt zuschlagen, dann können wir noch gewinnen. Vor diesem Hintergrund wird die Debatte über einen Frieden, einen allgemeinen, von vornherein in Richtung eines Separatfriedens gelenkt. War nicht Ziel von Kaiser Karl, nicht Ziel von Ottokar Tschernin, war nicht Ziel der österreichischen Sozialdemokraten, war auch nicht Ziel der Bolschewiki. Die aber brauchen den Frieden im Osten, denn ihre Macht ist schwach.
Und deswegen müssen Sie sie nun auf jeden Fall auf einen, Lenin nennt es, eine Atempause einlassen. Sie brauchen jetzt nicht auch noch neben den vielen innenpolitischen Problemen und Schwierigkeiten auch noch einen äußeren Gegner, einen Krieg, der fortgesetzt werden muss. Und jetzt passiert etwas, das könnte aktueller nicht sein. Für alle Beteiligten ist das in der Form so noch nicht klar gewesen. Da werden imperialistische Aspekte von allen Seiten wichtig. Die Ukraine-Frage taucht das erste Mal massiv auf und übrigens durchaus mit ähnlichen Interessen, wie wir sie heute kennen. Denn Kiew fühlt sich von Moskau, damals Petrograd noch, aber Moskau und Petrograd sind zwei Hauptstädte Russlands, bedroht. Und die Bolschewiki lassen auch keinen Zweifel, dass sie dieses zweite Dekret, neben dem Friedensdekret, das sie sofort verkündet haben, die Völker können frei sein. Sie können selbst bestimmen, dass diese Freiheit so nicht gemeint war. Und am allerwenigsten für die Kornkammer Russlands, für diesen großen, wichtigen Bereich, in dem die Getreidevorräte so wichtig sind. Die Ukraine kann wirtschaftlich nicht herausgelassen werden und soll auch aus Vorstellungen der Sicherheit für Russland nicht herausgebracht werden. Da sind Denkweisen vorhanden, da können wir, werden wir jetzt nicht in medias res gehen können, aber da können Sie schon in einer longue durée der Geschichte denken. Die Bolschewiki setzen sofort verbündete Truppen aus der Ukraine selbst, die russisch denken, mit ein, gar nicht nur Milizen, Arbeitermilizen, eine Rote Armee gibt es noch kaum, und kommen tatsächlich bis vor Kiew, sodass diese Unabhängigkeitsbewegung, die ukrainische, nur mehr eine Chance hat. Sie muss die Deutschen und die Österreicher rufen, um überhaupt überleben zu können, und das passiert. Und das machen die deutschen Generäle Ludendorff und Hindenburg allen voran auch sehr gerne, denn sie können mit dieser Bündnispolitik gegenüber einer Ukraine, die bedroht ist, gleichzeitig auch die Bolschewiki, bei den Sonderfriedensverhandlungen unter Druck setzen. Genauso läuft das auch und es passiert während der Verhandlungen, dass die Truppen wieder in Marsch gesetzt werden. Da ist Trotzki jetzt nun und sagt, Krieg und Frieden, weder Krieg und Frieden, es wird gespielt. Die Bolschewiki sind sich selbst nicht einig. Die agrarsozialistischen Verbündeten in der Regierung sagen, wir machen da nicht mit. Wenn ihr mit den Imperialisten Frieden setzt, wenn die in die Ukraine reinfallen, dann sind wir raus. Die gehen auch raus aus der Regierung. Das ist eine schwere innenpolitische Krise. Die einzigen, die noch zu den Bolschewiki halten, treten aus der Regierung aus, weil die Deutschen einfallen und Lenin immer noch sagt, wir brauchen diesen Frieden. Das ist der Moment, wo Russland unterwegs ist zu einer Parteiendiktatur und gleichzeitig etwas enorm Wichtiges passiert. Und das wollen wir auch festhalten. Jetzt geht es nicht mehr um Einschätzungen, was in Österreich passiert, Auswirkungen hier und dort, Reformen, Russland indirekt. Nein, jetzt sind österreich-ungarische und deutsche Truppen die mächtigsten Interventionsfaktoren im russischen Revolutionskrieg oder im sogenannten Bürgerkrieg in diesem Jahr, und wir werden in Summe im Vergleich zu den anderen Interventionen anderer Länder erkennen können, der wichtigste ausländische Faktor schlechthin. Da es zu lang wird, möchte ich zu diesen Faktoren auch gleich übergehen. Da du schon über die Kriegsgefangenen gesprochen hast und ihre Rückkehr, eine Problematik, die ganz wichtig ist, denn die kommen aus Russland zurück und die Armee Vertreter, vor allem die Vertreter der Nachrichtenabteilung, der Generalstab, hat nichts anderes im Sinn als all diese Heimkehrer. Wir reden von 2 Millionen Soldaten, österreich-ungarischen Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft, das ist wirklich das schon fast ein ganzes Volk, das da unterwegs ist. Ja? Die sind auch teilweise freiwillig schon unterwegs, die haben sich auf den Weg gemacht, die warten auf keine Züge mehr, die wollen nach Hause. Die wollen, wenn dieser Frieden mit Sowjetrussland besteht, oder sogar schon vor diesem Friedensschluss, wir wollen raus aus dem Revolution, wir wollen nach Hause. Und erleben dort Hunger und erleben Offiziere, die ihnen nur mit Misstrauen begegnen. Sie werden wieder perlustriert, sie werden wieder assentiert, sie werden wieder gedrillt, sie werden von Geheimdienstoffizieren verhört, sie werden in Rechtfertigungsverfahren gesteckt. Sind sie unverwundet in Gefangenschaft geraten? Dann könnten sie möglicherweise illoyal sein. Es werden hunderttausende Verfahren in diese Richtung angestellt. Am Schluss, wenn wir rauskommen, von 120.000, die allein bis Mai 1918 diesem Verfahren unterzogen worden sind, sind es ganze 1.000, die überhaupt als bedenklich eingeschaltet werden. Die waren nicht infiziert, wie es geheißen hat, vom Bolschewismus. Nichts davon, gar nichts. Die haben eigentlich erst eine Art von Widerstand gegen dieses österreich-ungarische Militärsystem entwickelt, als sie gesehen haben, wie schlecht sie zu Hause behandelt werden. Denn eigentlich wollten sie wirklich nur nach Hause. Und dann werden sie auf Heimaturlaub geschickt, sehen die Familie hungern und müssen dann in die Marschformationen, um in Italien weiterzukämpfen. Nein, danke, Österreich-Ungarn. Nein, danke. Das ist ein wichtiger Aspekt. Es ist erstaunlich genug. Die russische Revolution, das ist untersucht worden, das wurde von den Nachrichtenoffizieren wurde das befohlen, findet heraus, ob die bolschewistisch geworden sind, ob die revolutionär geworden sind.
eine ganz kleine Minderheit. Die unmittelbare Auswirkung auf die Masse der Soldaten war äußerst gering. Sowohl von den kriegsgefangenen Heimkehrern als auch von den Frontsoldaten wissen wir, dass sie eigentlich dieser Indoktrinierung, die durchaus stattgefunden hat, diesem Einfluss eher schwach ausgesetzt waren. Und so wollen wir jetzt diese Kriegsgefangenenproblematik und diese internationale Problematik der Intervention noch einmal zusammenfassen. Denn wir haben vorher gesagt, dass dieses Russland eigentlich pulverisiert ist. Dass es eigentlich kaum mehr eine starke Macht gibt in diesem riesigen Land, das wir uns jetzt von der Ukraine und von der umkämpften Ukraine bis nach Wladiwostok bitte vorstellen wollen. Und genau unter diesen Voraussetzungen stellt sich die Frage, 130 Millionen Menschen leben da nach der Zählung des Jahres 1897. Also es werden wohl schon ein bisschen mehr gewesen sein. Und die Bolschewiki haben vor der Eroberung der Macht im Oktober bzw. November 1917 gerade mal ein paar 10.000 Anhänger, auf die sie sich auch nicht hundertprozentig verlassen können, weil sie in unterschiedliche Fraktionen zerfallen und gar nicht wissen, ob sie die Macht ergreifen wollen. Wie kann eine so kleine Gruppe, die obendrein marxistisch am westlichen Industrialisierungsmodellen ausgerichtet ist, in einem Agrarstaat von 130 Millionen die Macht übernehmen und sie auch behalten? Ich glaube, dass das, was du zuerst gesagt hast, schon sehr wichtig ist, weil in dieser allgemeinen Pulverisierung jede noch so kleine entschlossene Gruppe eine enorme Auswirkung haben kann. Jetzt können Sie sich vorstellen, welche Auswirkung es hat, wenn deutsche Truppen und österreichische Truppen hier mitten in diese Bürgerkriegsszenerie fallen. Dann sind sie ein Machtfaktor. Aber noch mehr. Sie haben noch mehr dazu beigetragen. Vergessen wir zwei weitere Aspekte nicht, die zeigen, dass es nicht nur um die Auswirkung Russlands auf Österreich-Ungarn geht, sondern dass Österreich-Ungarn, dieses sterbende Österreich-Ungarn, eigentlich eine enorme Auswirkung auf das verstorbene Zarenreich hat. Nämlich, wer hat den Lenin geschickt? Wer hat denn diese Unterstützung so weit vorangetrieben, dass man die Oppositionellen wirklich dann zurückschickt wie einen Torpedo, einen menschlichen, der explodieren soll mitten in Petrograd? Die deutschen und österreich-ungarischen Generalstäbler, die außenpolitischen Abteilungen, haben hier ganz konkret ganze Arbeit geleistet. Das ist ähnlich wie mit der Beeinflussung der Kriegsgefangenen. Das hat sich keiner vorstellen können. Im Falle Lenin geht es auf, denn Herr Lenin ist überzeugt vom Erfolg. Lenins Eintritt in Russland geglückt, wird der deutsche Botschafter in Stockholm nach Berlin zurückkabeln. Genau unter diesen Voraussetzungen haben wir diese kleine entschlossene Gruppe in einer wirklich schwierigen Situation als Machtfaktor zu sehen, weil kaum ein anderer in Petrograd diese Macht überhaupt ausüben kann. Lenin selbst hat sich einmal so ausgedrückt, es wäre für ihn fast so gewesen, als wäre ein Zettel auf den Straßen von Petrograd gelegen, auf dem stand Macht. Aber in diesem Land wollte diesen Zettel niemand mehr aufheben. Es war also nur die Frage, wer ihn aufhebt. Und da die andere Seite. Österreich-Ungarn steht in der Ukraine. Österreich-Ungarn und Deutsche, vor allem Deutsche, zahlen ja nach wie vor auch die bolschewistischen Organisationen. Unglaubliche Verschwörungstheorien tauchen auf. Die westlichen Alliierten meinen vor allem und zunächst einmal, Lenin sei sowieso ein deutscher Agent. Das Ganze sei rein deutsch. Unbedeutend, reines Gerücht, mitnichten. Denn jetzt kommen Faktoren hinzu, die wir uns genau anschauen müssen. Wenn wir von der Ukraine bis zu Wladiwostok, wenn wir von Murmansk bis in den Kaukasus kaum mehr Kräfte haben, die wirklich stark genug sind, starke Nationalstaaten zu bilden, starke Zentralorganisationen zu bilden, oft nicht einmal über Regionen und Dörfer hinauskommen, kann man sich dann vorstellen, was es heißt, wenn da plötzlich 30.000, 40.000 Bewaffnete durch die Gegend ziehen? Das ist eine Macht. Und die gibt's. Und zwar wieder in Form der österreich-ungarischen Kriegsgefangenen, nämlich... Die Zarenregierung und andere haben ja auch versucht, die österreich-ungarischen Kriegsgefangenen zu beeinflussen, wie die Österreich-Ungarn, die zarischen Gefangenen. Die zarische Administration hat ja auch versucht, die slawischen Gefangenen, die slawischen unter den österreich-ungarischen Soldaten, slawischen Völker und Brüder, wie sie gesagt haben, dazu zu bringen, auf ihre Seite zu wechseln. Tretet ein in unsere Legionen. Bis 1916, 17 ist das ziemlich erfolglos. Meistens werden sie auch regelrecht erpresst. Und es gibt ziemlichen Druck von den eigenen Leuten. Erstaunlich genug übrigens, viele Tschechen, sehr loyal, ganz und gar nicht interessiert daran, vom Kaiser abzufallen. Aber 1917 passiert etwas. Und zwar eigentlich ziemlich nachvollziehbar und einfach. Wenn ein System zerbricht, wenn die Versorgung zusammenbricht, wenn Chaos ausbricht, dann geht es oft genug schlicht einfach darum,
zu überleben. So treten in diesem Prozess sehr viel mehr Soldaten nun ein, auch weil sie besser versorgt sind, auch weil sie natürlich jetzt ein interessanter Faktor darstellen. Wir haben 1917, am Anfang waren es vielleicht 5.000, 6.000, die in diesen Druschinen, wie es heißt, in diesen Verbänden zusammengefasst waren. Bis Mai, Juni 1917 sind 40.000 in diese sogenannten tschechoslowakischen Legionen eingetreten. 40.000, das sind aber möglicherweise noch nicht einmal alle Legionäre, denn die Serben haben eigene gebildet, die Italiener haben eigene gebildet. Es gab dann auch noch Versuche, unter anderem etwa extra kroatische zu bilden, was ganz interessant ist, auf jeden Fall verschiedene. Die größte Gruppe definitiv etwa mit 40.000, 50.000 dann insgesamt die tschechoslowakische Legion. Und die wird nun eigentlich gebildet, wie auch an anderen Fronten, als kämpfender Teil der Alliierten. Jetzt hat aber Russland Frieden geschlossen. Was machen die dort? Die müssen weg. Entweder führen sie jetzt dort den Krieg direkt weiter, geht nicht. Passiert sogar. Es gibt in der Ukraine sogar eine Auseinandersetzung, Schießereien zwischen pro-bolschewistischen Organisationen und den Tschechoslowaken. Aber eigentlich wollen die Tschechoslowaken dort keinen Krieg führen. Sie sollen an die Westfront abtransportiert werden. Aber wie kommt man an die Westfront, wenn im Westen die Deutschen und die Österreicher stehen, die jeden Tschechoslowaken, der in die Legion eintritt, auf jeden Fall gleich einmal mit der Hinrichtung bedrohen, weil er ein Hochverräter geworden ist. Die können gar nicht nach Westen zurück. Die müssen, und das globalgeschichtlicher geht es gar nicht mehr, die müssen über Wladiwostok um den ganzen Erdball herum, um im Westen, in Europa, an der Westfront wieder weiterzukämpfen. Also Abtransport, eine Anabasis, ja, so wird es dann auch von tschechischer Seite beschrieben, eine Weltreise, die diese Gruppe jetzt unternimmt, die eigentlich in die russische Revolution nicht involviert werden wollte, aber sie ist bewaffnet. Und wo sie auftaucht, als Gruppe, als Kraft, kann sie sofort die schwachen örtlichen revolutionären Bewegungen unter Kontrolle bringen. Und da kommt jetzt ein anderer Faktor dazu. Die österreich-ungarischen Kriegsgefangenen, die wollen ja nach Hause, die wollen nach Westen. Und die sehen in den Tschechoslowaken schon Verräter. Und was jetzt an den russischen Bahnhöfen passiert, ist zunächst einmal Schimpfen. Warum seid ihr in die Legionen eingetreten? Umgekehrt, warum kämpft ihr noch für diesen Kaiser? Warum seid ihr noch loyal? Gebt doch endlich eine Ruhe damit. Man beschimpft sich zunächst einmal. Aber vor diesem Hintergrund passiert noch mehr. Einige Kriegsgefangene sind tatsächlich, zum Unterschied von der großen Masse, bereit, auch mit den revolutionären Kräften Russlands zusammenzugehen. Wie viele davon wirklich überzeugt sind, ich wage eine Zahl, weil wir wissen, wie diese KP-Organisationen, die damals rund um die Bolschewiki entstanden sind, wie die beschaffen sind und wie viel sie ungefähr 1918, 1919, also an Mitgliedern hatten. Das sind 5.000 vielleicht ungefähr. Wir haben aber von 2 Millionen Kriegsgefangenen gesprochen. Nur, es geht bei Lenin, es geht bei den Kommunisten um Kader. Die müssen gut ausgebildet sein. Es geht nicht darum, die reden ständig von den Massen, Lenin redet ständig von den Massen, aber er braucht entschiedene Kader. Diese Kader hat er. Und er hat Menschen, die sagen, zu den Legionären gehen wir nicht unter den österreich-ungarischen Gefangenen. Aber auch wir haben Hunger. Wir schließen uns dieser russischen Revolution an. Wir kämpfen für sie. Und diese Kader sagen auch, tut das. Sie unterstützen sie. In Moskau kommt es zu einer großen Tagung im April 1918, wo entschlossen wird, ihr macht da jetzt mit, ihr verteidigt einmal die russischen Brüder, dann machen wir die Revolution zu Hause. Das wäre so die einfache Geschichte. Kontrolliert bereits von kommunistischen Kriegsgefangenen. Die treten jetzt ein. Und jetzt haben wir was Spannendes. Die russische Revolution hat zu diesem Zeitpunkt noch keinen starken Militärfaktor. Die Rote Armee ist erst im Entstehen. Im Juni, Juli 1918 sind ungefähr 10% der Rotarmisten österreich-ungarische Soldaten. Viele davon Ungarn. Ja? Jetzt haben wir die verrückte Situation, dass eine russische Revolution, die zur Pulverisierung eines Landes geführt hat, zwei starke Mächte aufbaut. Eine tschechoslowakische Legion, die nicht ins Land gehört und eigentlich abtransportiert werden will, und eine Rote Armee, die in hohem Maße sogar nicht russisch ist. Die treffen jetzt auch aufeinander. Und schließlich kommt es so weit, dass genau diese Frage des Abtransportes und dieser ständigen Konflikte zu dem führt, was passieren musste. Irgendwo an einem Bahnhof in Tscheljabinsk kommt es zu einer Auseinandersetzung, die schließlich zu Toten führt. Und die schwachen Räteorganisationen wissen, sie müssen jetzt einschreiten.
Denn wenn diese Auseinandersetzung zwischen österreich-ungarischen Soldaten, nämlich meistens Slawen auf der einen Seite, Ungarn und Deutsch-Österreich auf der anderen Seite, hier entartet, ich habe es einmal Habsburgs ferner Spiegel genannt, dann haben wir nicht mehr die Kontrolle darüber. Nun kommen Befehle, die Tschechoslowaken müssen verhaftet werden oder entwaffnet werden. Sie müssen jedenfalls davon abgebracht werden, dass sie auf die Gefangenen losgehen. Die Kriegsgefangenen selber und die sogenannten pro-bolschewistischen Internationalisten in der Roten Armee, sie müssen getrennt werden. Gelingt nicht. Da es zu Verhaftungen von tschechoslowakischen Legionären kommt und Moskau den Befehl gibt, überhaupt alle tschechoslowakischen Legionäre zu entwaffnen, betrachten die Tschechoslowaken dies als tatsächliche Gefahr einer völligen Auflösung der Legion und möglicherweise auch eines Untergangs in der Revolution, mit dem sie ursprünglich gar nichts zu tun haben wollten. Viele waren sogar eher, haben sogar eher sympathisiert mit Agrarsozialisten zum Beispiel. Das ist ein Aufstand. Das ist nun ein veritabler Aufstand gegen die Räteorganisation und an vielen Stellen der Wolga-Kama-Region Sibiriens, des Urals, kommt es jetzt zu Auseinandersetzungen, wo sogar Kriegsgefangene, die bisher nicht auf der Seite der Bolschewiki waren, sogar österreich-ungarische Offiziere sagen, den Aufstand der Tschechoslowaken müssen wir bekämpfen, sonst kommen wir nicht nach Hause. Österreich-ungarischer Nationalitätenkampf auf dem Boden der russischen, alten russischen Monarchie, wenn wir wollen, der zusammengefallen. Und wer behaupten will, dass das bedeutungslos ist, der soll sich die Ereigniskette genau anschauen. Unmittelbar nachdem die Tschechoslowaken beschlossen haben, das lassen wir lassen uns auf keinen Fall entwaffnen, und die Kommandostrukturen in den jeweiligen Räteorganisationen lokal nicht mehr anerkannt haben, übernehmen sie die Bahnhöfe, übernehmen sie die Magistrate. Und im Umfeld dieser Machtergreifung, dieses Aufstandes, jetzt erst entstehen antibolschewistische weiße Organisationen, grüne Organisationen, jetzt erst. Ich behaupte, und ich sage das auch gleich dazu, dass diese antibolschewistischen Kräfte in der Form ohne diese Interventionsfaktoren, diese ausländischen, so gar nicht hochgekommen werden. Führt jetzt zu der Frage, hat es überhaupt einen russischen Bürgerkrieg gegeben? Lenin meint, im Jänner wäre zu Ende gegangen. Gibt es einen bedeutenderen Einflussfaktor als den österreich-ungarischen auf die russische Revolution? Denn, wenn wir das nun zusammenfassen, können wir sagen, dass im Herzen Russlands, nicht in der Ukraine, nicht in den Randgebieten, mitten in Russland, im Wolga-Kammergebiet, in den Kornkammern auf russischer Ebene, bis hinein nach Sibirien, der Aufstand ohne österreich-ungarische Legionäre, gleichzeitig der Kampf von österreich-ungarischen Soldaten gegen diese Legionäre überhaupt nicht zu verstehen ist. Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918. Sie wissen, was in Jekaterinburg in jener Nacht passiert ist? Genau. Wer hält Wache vor dem Haus? Österreich-ungarische Soldaten. Und wer greift zu diesem Zeitpunkt Jekaterinburg an? Tschechische Legionäre. Wo wären denn die Weißen? Die müssen sie erst organisieren. So, und das ist jetzt so verblüffend, dass es auch für die westlichen Alliierten allmählich hochinteressant wird. In den Generalstäben tauchen interessante Pläne auf, wenn Sie mal ins österreichische Staatsarchiv. Da heißt es plötzlich, wenn Sie sich die alten Pläne, die Sie zum Beispiel an Arzt von Straußenburg vorlegen, da heißt es nicht Weiße Front, da heißt es mitten in der Kama-Wolga-Region, mitten in der sibirischen tschechoslowakische Front. Die wissen, dass das damals Tschechoslowaken sind in erster Linie. Und die wissen auch, dass auf der anderen Seite offensichtlich österreich-ungarische Soldaten, meist eben Ungarn, meist Deutsch-Österreicher, in der Roten Armee, mit der Roten Armee, mit den Milizionären kämpfen. Und jetzt tauchen ähnliche Nachrichten im japanischen Generalstab auf. Denn die wollen ja nach Wladiwostok. Der Kampf zieht sich ja zurück bis zum Baikalsee. Was ist da los? Was passiert da? Was sind das für Leute? Sind es wirklich Leute, die mit Lenin gehen? Es gibt Gespräche mit den Verbündeten, mit den westlichen Alliierten. Lloyd George ist interessiert, er möchte ebenfalls wissen. Die Franzosen sowieso, denn eigentlich sind sie die Kommandeure der tschechoslowakischen Legion. Ihre Vertreter fahren nach Tscheljabinsk, fahren hin, müssen organisieren, müssen fragen, was machen wir hier, bringen wir euch raus? Immer weniger wird über eine Evakuation nachgedacht. Man merkt, das bringt etwas. Warum? Weil nun klar wird, dass Tschechoslowaken, die den Frieden zwischen den Mittelmächten, zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn und der Sowjetregierung nicht anerkennen, ja günstig sind. Und weil die Verbündeten dieser Tschechoslowaken, weiße, andere antibolschewistische Kräfte, diesen Frieden von Brest-Litovsk auch nicht anerkennen. Und das Ergebnis davon ist, dass man sich Hoffnungen macht, damit eine Ostfront wiederherzustellen und damit die deutschen Truppen wieder zu binden. Was nun geschieht, ist die Interventionspolitik.
Und die offizielle Erklärung im August, September, ich glaube es ist Ende August, vom Weißen Haus, das am längsten zögert, ist, wir werden diese Intervention nicht unterstützen, wir werden keine amerikanischen Truppen schicken, wenn es um den Sturz des gegenwärtigen Systems oder eine Einmischung in die inneren russischen Verhältnisse geht. Aber wir werden unsere Truppen schicken, so wie Japaner ihre Truppen schicken, so wie Engländer ihre Truppen schicken, um die Tschechoslowaken gegen die österreich-ungarischen Soldaten, die Handlanger Berlins und Wiens zu verteidigen. Und das ist durchaus eine Weltkriegsstrategie mit der Überlegung, wer bis in den Pazifikraum hinein das Sagen hat. Was steckt hinter diesem österreich-ungarischen Konflikt? Ein österreich-ungarischer Konflikt, der für weltimperialistische Strategien der Großmächte herhält, um Russland, das zerfallene Russland, hier in Einflusssphären zu denken, möglicherweise aufzuteilen. Und deswegen schickt auch Japan schließlich bis zu 90.000 Mann und setzt sich dort fest. So. Und was so abenteuerlich klingt, ist typisch für die Geschichte, es ist nur ein Zeitfenster. Das ist nur ein Zeitfenster. Diese Konstellation hält maximal bis Oktober 1918. Sie ist erstaunlich, sie ist verblüffend, sie zeigt einen unglaublichen Einflussfaktor von österreich-ungarischer Seite. Keinen bewussten natürlich, sondern ein Unfall der Geschichte. Aber als diese Monarchie zusammenbricht, wollen natürlich die Tschechoslowaken erst recht nach Hause. Und, viel wichtiger, die Alliierten haben keinen Kriegsgrund mehr. Nun sind Deutschland und Österreich-Ungarn besiegt bzw. zerfallen oder ihre Monarchien zerfallen. Jetzt muss dieser Krieg nicht mehr nach diesen Strategien fortgesetzt werden. Das Zeitfenster schließt sich. Die Soldaten ziehen ab, die Tschechen wollen weg, nichts mehr davon ist da. Jetzt wird ein Krieg geführt, wo tatsächlich amerikanische Soldaten, tatsächlich japanische Soldaten in Russland stehen und sich eigentlich Monat für Monat über die Jahre bis 1920 fragen müssen, warum stehen wir da? Können wir das noch aufrechterhalten? Werden unsere eigenen Soldaten bei diesem Krieg überhaupt mitmachen? Streiks zum Beispiel der französischen Soldaten, die nicht mehr mitmachen wollen, die im Süden einfach nicht mehr mitmachen wollen. Eine ganz schwierige Interventionsfrage einer völlig anderen Konstellation nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Im Ersten Weltkrieg aber war dieser österreich-ungarische Faktor ein entscheidender. Das Zeitfenster hat sich geschlossen. Und jetzt bleibt noch eine letzte Frage offen. Was ist mit Russland selbst? Was ist mit Russland selbst? Russland hat tatsächlich, wie die Verena vorher ganz richtig gesagt, eigentlich von Lenin ein Angebot bekommen. Diese kleine Minderheit, von der ich zuerst gesprochen habe, wie konnte sie eigentlich diesen Erfolg erzielen? Warum konnte sie diesen Erfolg erzielen? Weil sie mit Terror gearbeitet hat? Ja, natürlich. Sie hat sofort die Zeitungen verbieten lassen. Sie hat sofort Oppositionsparteien unter Druck gesetzt. Sie hat sofort sogar sozialistische Kräfte aus den Räten entfernen lassen. Es ist wahr, dass bevor die erste Verfassung des russischen sozialistischen föderativen Republik überhaupt verkündet wurde, bereits alle anderen Parteien draußen waren. Das ist alles richtig. Aber so kann man 130 Millionen nicht ganz einfach unter der Knute halten. Es ist entscheidend, dass die drei wichtigen Fragen Land, Nationalitäten und Frieden zunächst in den Dekreten einmal vorgegeben waren. Und das ist insofern bemerkenswert, als diese Landfrage, nämlich dass sich die Bauern das Land aneignen, nicht das Ziel der Bolschewiki ist, die eigentlich eine Kollektivierung wollen. Ebenso wenig, wie es in den Räteorganisationen ursprünglich eine Idee gab, dass nur die Bolschewiki herrschen. Mit anderen Worten, es sieht so aus, als wäre hinter diesem internationalen Interventionskonflikt der eigentliche russische zunächst einmal gedämpft, bis er 1920/21 als eigentliche Grundfrage wieder auftaucht. Die Frage an Lenin, was habt ihr Bolschewiki mit unserer Revolution gemacht, fragen die Kronstädter Matrosen. Wo sind die anderen Parteien in den Räten? Dafür haben wir nicht gekämpft. Und die Bauern fragen, was ist mit den Requirierungen? Dieser Kriegskommunismus hat bereits in vielerlei Hinsicht alles in Frage gestellt, was wir eigentlich wollten, nämlich das eigene Land. Jetzt driften die Interessen auseinander. Und jetzt kommt dieser Graschtanskaja Wojna. Aber zu einem Zeitpunkt, wo sich bereits wieder Zeitfenster geschlossen haben. Denn jetzt ist die Rote Armee eine russische Armee von 5 Millionen. Jetzt ist der Sicherheitsapparat der CK auf hunderttausende Mitarbeiter hochgegangen. Und noch etwas, wieder viel wichtiger. Den Bolschewiki gelingt es nun, die Gesellschaft altersmäßig zu spalten und die alten Widerstände im Dorf dadurch zu ersetzen, dass sie mit den Jungen, mit den Komsomolzen, mit Jungparteiaktivisten
im Dorf, nicht nur in der Stadt, allmählich realisieren. Und sie bieten wieder eine Atempause an, die neue ökonomische Politik. So rettet man sich und bleibt doch eine kleine Minderheit, die nach wie vor die Kommandohöhen hat. Das wäre der Ansatz zum russischen Bürgerkrieg gewesen. Und Sie werden vielleicht jetzt fragen, hat es ihn gar nicht gegeben? Wie grausam der Kronstädter Matrosenaufstand niedergeschlagen wurde, ist Ihnen vielleicht bekannt. Weniger bekannt ist, dass die sogenannte Antonowschina und andere Aufstände, massenhafte Bauernaufstände in der Kama-Wolga-Region, wo vor ein paar Jahren noch österreich-ungarische Soldaten waren, dass dieser Aufstand brutal niedergeschlagen wurde mit Giftgas, mit Einsatz von Artillerie, mit allem, mit einem regelrechten Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Auch das ist noch ein Teil von jener traurigen Wahrheit, von jenem Krieg, von jenem Bürgerkrieg, der dann nicht mehr stattgefunden hat. Aber das ist keine österreich-ungarische Geschichte mehr. Und in diesem Sinne ende ich. Ich wollte noch kurz was nachtragen. Die Fotos, die wir mitgebracht haben, stammen aus dem Kriegspressequartier und das sind eben Heimkehrer aus russischer Kriegsgefangenschaft, das heißt K&K-Soldaten, die dann 1918 zurückkommen. Das sind also einige Typen, die da fotografiert worden sind. Und ja, das noch eben eine Titelseite der Kronenzeitung, wo davor gewarnt wird, dass möglicherweise auch andere Monarchien ein ähnliches Schicksal erleiden werden wie die russische, und hier dann die Auswirkungen in Wien vor dem Parlament, und das sind noch Dokumente aus dem österreichischen Staatsarchiv, darunter zum Beispiel eben ein Brief von Georg de Potter, der als diplomatischer Vertreter Österreich-Ungarns dann 1918 nach dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk nach Moskau geschickt wurde und dort diese erste Zeit der bolschewistischen Herrschaft hautnah erlebt hat. Ja, das war es noch von mir. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, wir haben einen tollen Einblick gewonnen in die Wucht der Ereignisse, die sich in diesen Jahren ereignen. Und ich fand es hochspannend, wie es möglich gewesen ist, nicht nur das zu machen, was man üblicherweise macht, wenn man über die russische Revolution spricht, nämlich die Auswirkungen auf andere Länder, sondern hier tatsächlich eine ganze Reihe von Dingen zu erwähnen, die es zulassen von einer Auswirkung Österreich-Ungarns auf das Geschehen in Russland hinzuweisen und last but not least im Grunde das eigentliche Versprechen der Globalgeschichte einzulösen. Globalgeschichte ist ja immer ein bisschen eine Angeberei, ja, wenn man denkt, naja, das betrifft ja nicht alles die Welt, aber Sie haben hier an den Ausführungen sehen können, wie sehr das eigentliche Wesen der Globalgeschichte, nämlich das Vernetztsein, das Zusammenhängen von unterschiedlichen Akteuren in einem großen Raum eine enorme Prägekraft und Auswirkung haben kann und dass also an der Hinsicht das Reden von Globalgeschichte nicht an der Sache vorbeigeht. Also mich hat das sehr beeindruckt. Ich darf beiden Referentinnen sehr herzlich danken.